Das Miniatur-Wunderland in der Hamburger Speicherstadt. Auf 1300 Quadratmetern gibt es hier unter anderem die Speicherstadt zu sehen und die halbe Welt. In der letzten Zeit waren hier ungewöhnliche Modelleisenbahnzüge unterwegs mit einer Google-Kamera-Huckepack. Durch die Aufnahmen ist die Mini-Welt im Maßstab 1:87 jetzt auch per Street View im Internet zu erleben. Wir haben die Streetview-Kamera schon in unterschiedlicher Art und Weise verwendet. Wir haben sie auf ein Kamel geschnallt, auf ein Boot installiert und hier zum allerersten Mal im Wunderland auf einen Modellzug montiert. Und das Ergebnis sieht dann so aus. Die Bilder sind auch für die Macher des Miniatur-Wunderlands ein ganz besonderes Erlebnis. Wie immer war die absolute Herausforderung, dass das hier alles so klein ist. Das heißt, wir konnten nicht mal eben kurz einen Google Street View Wagen hier durchjagen und fertig ist das, also die Bilder, sondern wir mussten alles schrumpfen, die Kameras schrumpfen, mussten an jeden Ort rankommen. Wir sind auch an Orte rangekommen, wo wir selbst, seitdem wir es gebaut haben, nicht mehr rangekommen sind sozusagen. Auch ein kleines Fahrzeug auf Reifen mit einer Google-Kamera war unterwegs, etwa hier am Mini-Flughafen, was dann diese Bilder ergibt. Eine spezielle Kamera für Übersichtsbilder kam ebenfalls zum Einsatz, wie hier in Klein Las Vegas. Die kleine Welt ganz groß gibt es jetzt im Internet zu erleben, in der Street View Galerie von Google.